Chus-Tag am Strand. Immer als Chu nieste, passierten große Sachen. Es war ein heißer Tag und Chu und seine Familie gingen an den Strand. Chu aß Eiscreme. Die Eisverkäuferin war sehr nett. Sie gab Chu eine extra Portion Vanilleeis. Chu begrüßte eine Krabbe in einem Felsbecken. Chus Mutter saß im Sand und las ihr Buch. Chus Vater ging bis zu seinem Bauch ins Wasser. Kalt! Chu nahm seine Sonnenbrille ab. Er schaute auf das Meer. Der Tag war so sonnig und hell. Chus Nase kitzelte. Es war ein Kitzeln, das größer und größer und größer wurde. Es war ein Kitzeln, das über seinen ganzen Kopf ging, bis... sagte Chu. Chu, sagte Chus Mutter. Chu, sagte Chus Vater, was hast du getan? Alle Leute am Strand gingen hinunter, um zu gucken. Chu sagte Hallo zu einigen Fischen. Die Fische sahen ihn an. Sie sahen traurig aus. Er winkte einer Familie Meerjungpandas zu. Das kleinste Meerjungpanda-Mädchen winkte ihm zurück. Chu sah einen Wal. Der Wal war sehr groß. Da das Meer zerbrochen ist, kann ich nicht nach Hause gehen, sagte der Wal. Du musst es wieder so machen, wie es war, sagte die Eisverkäuferin. Sonst kommt niemand mehr an den Strand. Und mein Eis wird nicht gegessen. Bitte nies noch einmal, Chu. Aber Chu konnte nicht niesen. Eine Möwe kitzelte Chu mit einer Feder an der Nase. Kannst du niesen? Sagte die Möwe. Nein, sagte Chu. Vielleicht bringt dich ein Sprudelwasser zum Niesen, sagte die Eisverkäuferin. Sie gab Chu ein Sprudelwasser mit Bläschen, die in Chus Nase wuchsen. Bitte nies noch einmal, Chu. Könntest du jetzt niesen? Nein, sagte Chu. Alle Erwachsenen waren sehr traurig. Chu kann nicht wieder niesen, sagten sie. Jetzt ist das Meer zerbrochen und wir können es nicht reparieren. Dann kletterte Tiny die Schnecke an Chus Ohr und flüsterte. Manchmal niese ich, wenn ich die Sonne anschaue. Chu nahm seine Sonnenbrille ab. Sagte Chu, alles ist wieder so, wie es vorher war. Meinst du, dass es war? Was ist mit dem Delfin? Das Auto am Strand? Die Eisverkäuferin freute sich so sehr, dass sie Chu noch ein Eis schenkte. Im Meer sah Chu eine Meerjungpanda-Mädchen, die genauso groß war wie er. Sie schwamm zu ihm hinüber. Manchmal muss ich auch niesen, sagte sie. Und dann schwamm sie weg. Hattest du einen schönen Tag am Strand? Fragten Chus Mutter und Vater. Ich hatte den besten Tag am Strand, sagte Chu und hielt seine Möwenfeder in der Hand. Gute Nacht!